So, was haben wir denn jetzt? Ja. Wir müssen heilen. Heilen. So, jetzt müssen wir doch alle aufgedeckt haben, oder? Ja. Ah, dafür brauchen wir perfekter Kegel. Harto, Wellen. Man könnte sich jetzt hier alle holen. Okay, versuche anzuwärmen. Das heißt, irgendeiner von denen hier können wir auch kriegen. Also der gerade, der nicht in der Liste steht, das habe ich nicht aufgepasst. Ich glaube, Hydra, ne? Hydra? Stand nicht. So. Kampfkreis Rüstung. Machen wir so, legen wir sofort an. So. Dann nehmen wir Powerpuls. Und machen das. Ich kürze das jetzt ab, wir lassen das jetzt nicht die ganze Zeit hier uns angucken. Das wäre ein bisschen komisch. So, wir haben noch. Wir kriegen nur 44. Ich glaube, ich versuche es jetzt mit der Kampfgeistrüstung. Das könnte eventuell helfen. Naja, schauen wir mal. Versuchen wir es noch einmal. Wir sind bereit. Ja. Stelle dat. Das ist. Die stehen schon auf dem Platz. Rimmen versus Protokoll Omega 2.0 mal wieder. Okay. Das heißt, wir müssen Tore schießen. Das erste Tor werden wir wahrscheinlich wieder mal reinkriegen. Naja, ist ja auch so vorgesehen. Und das heißt, wir müssen irgendwie gucken, dass wir die Leiste so schnell wie möglich vollkriegen. Juliette holt sich den Ball, passt zu Lima. Und Mike ist auf Max, das heißt, da können wir nichts machen. Ja, Zentrifuge. Das ist einfach nur Ressourcenverschwendung, muss man sagen. Das können wir auch ignorieren alles. Weil das Tor fällt so oder so. Oh, jetzt rastet er richtig aus diesmal. Mit seinen Schusssequenz 03 war das. Vorher hat er sogar nichts gemacht und jetzt macht er eine spezielle Technik. Okay. Was sollen wir machen? Sind einfach zu stark. Die Lösung ist 3D. Dreidimensional. Okay. Nein. Lanzerot Rüstung funktioniert auch gerade nicht. Ach, wie süß. So, Leiste füllen. Das ging nicht dahin, wo es hin sollte. Und kommen wir durch? Natürlich nicht. Warum sollten wir auch da durchkommen? So, ich würde sagen, wir aktivieren Maestro, weil der gerade in der Nähe ist.
ablocken. Du versuchst die Zentrifuge, ne? So, wir werden jetzt versuchen, drauf zu schießen. Mit Schattenschlag wird uns nicht viel bringen, aber was soll's. Ein Crit hätte auch noch. Hätte vielleicht geklappt. Aber selbst der nicht. Oh, das ist gut. Perfekt. So, wir machen einmal entfesseln. Und. Ja. Ja, komm, ich will das Tor haben. Pegasus Faust. Let's go. 423 zu 213. So. Leiste ist voll, hoffentlich. Ernsthaft, die Leiste ist nicht voll. Nein! Holt euch den Ball. Holt euch den Ball! Alter, das kann's nicht sein. Hol dir den Ball. Igiscan. Das kostet einfach nur Zeit. Oh mein Gott, Alter. Das kostet einfach nur Zeit. So, jetzt steht für dribbeln, dribbeln, dribbeln. Nein. Ball war zu hoch, versuch's nochmal. Und es hat nicht funktioniert. So, wie viel Zeit habe ich noch? Für die nächste Leiste. 4 haben nicht mehr viel Zeit. Fülle die Leiste innerhalb der nächsten. Ach komm schon, nicht er. Nein, der kriegt den Ball nicht, ne? Und damit. Oh, sie macht nichts. Okay, die Scan funktioniert. Puh! Na komm, hol dir den Ball. Wir werden jetzt einfach mal die Ausrüstung aktivieren. Wundersprint. Hol uns den Ball. Zack. Versuchen nochmal zu passen. Und zu schießen. Mit Schallmauer-Schock. Vielleicht geht er rein, aber das ist dem Spiel dann scheißegal, ob wir in Führung liegen, tatsächlich. So, die Rüstung kommt von bei ihm auch. Und er macht bestimmt wieder, ja. Torsequenz. Irgendwas. Hoppla. Und wir müssen das noch in der Zeit schaffen, ne? Das ist so ein Drotz hier jetzt gerade. Hier habe ich auch so oft gescheitert, wo ich das Spiel gespielt habe. Fraktalzwinger. Er kommt durch. So. Ah! Komm schon, die Leiste ist jetzt fast voll. Tut mir das jetzt nicht an. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Oh, ist das echt schwierig mit dieser Leiste, ne? Der entscheidende Hinweis ist 3D. Was für eine merkwürdige Aussage. Aha, ich weiß. Hast du es jetzt verstanden?
alle aufgepasst! Ihr müsst versuchen, die Lücken zwischen ihnen zu vergrößern! Ihr müsst hohe Bälle spielen, damit kommen sie nicht zurecht! Hohe Bälle, alles klar! Los, Leute, macht es mir nach! Rayman hat mit einer unverschämtlichen Luftstaffette den Ball erobert. Was für ein abgefahrener Spielzug. Deshalb nannten sie ihn also nur den Meister. Das Spiel hat sich gerade gedreht und jetzt sind wir im Zug. Bringen wir das zu Ende. So, du kannst jetzt nun die Spezialtaktik 3D-Reflektor einsetzen. Sie sind ja ganz aufgeregt. Das ist wirklich schrecklich süß. Okay. So, wir nehmen mal Items und geben ihm ein Zauber. So, und nochmal den Kampfgeist aktivieren. Nehmen die TP-Fusion. Let's go! Und Halbzeit. Und Geist ist sogar aufgestiegen. Mit 3D meinten sie also eine brandneue Spezialtaktik. Seht ihr, war doch gar nicht so schwer. Ich habe das Problem gleich erkannt, als ich hier runterkam. Eure Gegner waren euch deutlich überlegen. Ihr habt nur einen kleinen Schubs gebraucht und Vertrauen in eure eigenen Stärken. Sie haben eine neue Spezialtaktik entwickelt. Das allein wird aber nicht reichen. Ich muss auch meinen Kampfgas ausrüsten. Wenn ich nur wüsste, wie. Hey, du da! Der mit den grimmigen, der da so grimmig reinschaut. Wenn dir. Warte mal. Wenn dir es nicht einfällt, schluck's runter. Was runterschlucken? Meinen Kampfgeist? Ganz genau. Wie schmeckt so ein Kampfgeist? Süß oder salzig? Oder kriegt man etwa Bauchschmerzen davon? Ich hab keine Ahnung, wovon sie reden. Gehen Sie weg, alter Mann. So Leute, die zweite Halbzeit des absoluten Hammerspiels Rayman gegen Protocol Omega 2. fängt jetzt an. Zeigt uns was. Bitte lass Sachen Dach nicht wieder, lass die Dingens füllen. Mein Kampfgas runterschlucken? Das kann er doch unmöglich ernst meinen. Sie machen sich schon wieder über irgendwas Gedanken, anstatt auf den Ball zu achten. Ihr habt später noch genug Zeit, um euch am seinen Köpfe zu zerbrechen, nach eurer Niederlage. Nein! Nicht schon wieder Leisten füllen! Nein, nicht wie. Nee, nein, nein, will ich nicht. Leisten füllen ist groß. Das ist das dritte. Kann ich nochmal die Skin einsetzen? Ah, schade. Schade, aber das hätte eh nichts gebracht, denn Angriffssequenz 04. Zentrifuge ist stark. So, hast du irgendwas? Fraktalzwinger, ne? Ja, komm. Let's go! So. So. Ich aktiviere jetzt einfach mal den Kampfgeist. Weil wir es gerade können. Das ist unfair. Das war unfair jetzt. So, aber nun Attacke. Aber sein Kampfgeist-Rüstung ist vorbei. Das ist ja schon mal ziemlich gut. Damit kann er jetzt den Ball nicht halten. Tor! Weltklasse!
Sehr schön. So, dann holen wir uns den Ball. Passen erstmal nach hinten. So. Ja, perfekt. Und schießen jetzt einfach normal drauf. Kostet zwar auch ganz viel Geist, Punkte, ne? Obwohl, da könnte man eventuell auch schießen. Oh, er hält ihn trotzdem aber nicht. Bam, schön in die Fresse rein. Schön in die Fresse. Tor! Geschafft! So. Leiste gefüllt. Wieso denn nicht? Wieso denn nicht? Aber jetzt. Jetzt ist sie gefüllt. Das muss es sein. Ich habe mir meinen Kampfstall immer als etwas vorgestellt, was hinter mir steht. Aber eigentlich gehört er ja zu mir. Er ist ein Teil von mir. Ich muss meine Kraft mit meinem Kampfgeist vereinen. Ich muss den Fußball retten. Ich muss eins mit meinem Kampfgeist werden. Held der Klinge, Lancelot, Rüstung! Victor, du hast es geschafft. Du hast deinen Kampfgeist ausgerüstet. Victor beherrscht nun die Kampfgeistrüstung. Ionenröhre, weg mit dir. Bäm! Schattenschlag! Bäm! Das kriegst du nicht. Nein! Jetzt geht's hier rund. Geht doch. Ja, zeig's ihnen. Schieß gleich noch eins. Puh, das ist doch jetzt ein Witz. Tja. Oh, Uniform kommt rein. Okay. So, 4-1. Spezialtaktik. Wir haben nichts. Kontern. Aber ich habe auch nichts zum Abwehr da. Mann, jeder braucht hier verdammte Abwehrattacken, ey, ganz ehrlich. Keiner hier hat irgendwie eine Spezialtechnik zum Abwehren. So, dann holen wir uns den Ball, zack, und, ich hab mich gerade schon gefragt, wo ist denn hier Lancelot? Wo ist denn hier Lancelot? So, wir haben glaube ich schon drei, oder? Ja. Ach, Lima hat... Okay, Lima. So, weil es so schön war, gucken wir uns nochmal die Pegasus-Faust an. Zack. 425 Grund. Und ankommt nur 408. Aber das reicht trotzdem aus. Also von daher... Kriegen die jetzt wieder eine Klatsche. Aber erst beim zweiten Versuch. Und das wird auch nicht einfacher mit dieser Leiste. Das ist echt ein Problem. So, haben wir noch einen Dribbling? Und gar nichts, ne? Gut.
Jetzt verlieren wir halt den Kampfgeist. Ist doch okay. Ja, gleich aber. Jetzt. So, Golf, mein Freund. Wir aktivieren die Rüstung und holen uns den Ball mit Wundersprint. Zack. Oh, da habe ich zu spät gedrückt, aber das sollten wir eh in der Tasche haben. So, Angriffssequenz KG01 von Skate Jam. Selbst wenn die jetzt nochmal ein Tor schießen würden, soll es mir egal sein, weil ich führe mit 5-1. Das ist nicht das Problem. Das gewinne ich so oder so. Perfekt. Diesmal haben wir aber gewonnen. Ja, dafür braucht man halt zwei Parts. Kann ja auch nichts für. Was? Wir haben verloren? Wir? Ja. Ja, ihr. Nett.